Die Heimserie von Türkgücü München geht weiter. Gegen den FC Augsburg 2 zeigen die Münchner die erhoffte Reaktion. Dabei geht zunächst der Außenseiter in Führung. Kilian Jakob mit dem 1:0 für Augsburg. Türkgücü nach nur 9 Minuten erstmal geschockt und in Rückstand. Doch in der 20. Minute die Antwort. Benedikt Kirsch steht nach dem Abpraller genau richtig. Und der Ball passt dann perfekt. 1:1 und sichtbare Erleichterung bei Türkgücü. Klasse Direktabnahme von Kirsch. Benjamin Lehneis wird auf dem falschen Fuß erwischt. Der Ausgleich für den Aufsteiger gleichzeitig so etwas wie eine Initialzündung. Eine echte Motivationsspritze. Nur 2 Minuten später wieder Kirsch mit dem Freistoß. Der wird zunächst geklärt, aber ähnlich wie beim Ausgleich kommt der Abpraller zu den Roten. Rabihic mit dem 2:1. Die Partie innerhalb von nur 120 Sekunden gedreht. Türkgücü also auf einmal doch voll im Soll. Das hier ist dann keine Wiederholung. Wieder Kirsch mit dem Freistoß und der kommt perfekt. Marco Holz per Kopf zum 3:1. Eine schwarze Viertelstunde für Augsburg 2 mit 3 Gegentoren. Türkgücü auf einmal scheinbar komfortabel in Führung. Doch die verrückte erste Halbzeit ist noch nicht zu Ende. Nach dieser Szene gibt es Elfmeter. Wir schauen noch einmal mit unserer BFV-TV-Lupe drauf und ein Kontakt ist klar zu erkennen. Die Entscheidung geht also in Ordnung. Sebastiano Napo lässig in die Tormitte zum 2:3. Also jetzt wieder alles offen. 40. Spielminute, Tor für den FC Augsburg 2. Doch dem 5-Tore-Spektakel in Durchgang 1 folgt eine eher maue zweite Hälfte. Augsburg hat nur noch eine nennenswerte Chance. Den Schuss von Schuster kann Flückiger aber parieren. Und so bleibt es zwar bis zum Ende irgendwie spannend, aber letztendlich dann doch bei einem durchaus verdienten 3:2-Sieg für Türkgücü. Der Münchner Aufsteiger also weiter mit einer perfekten Heimbilanz, schafft wieder den Anschluss an die Spitzengruppe.